Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Watch Dogs. Ich hoffe, dass ich diese Szenen also ihr mich auch hört, da ihr hört ja im Hintergrund die Musik. Das kann natürlich sein, dass da irgendjemand bezüglich YouTube meckert. Deswegen schauen wir einfach mal und hoffen. So, wir sind hier bei Iraq wieder im Versteck. Und erstmal schön auf Klo gehen. So. So. Schauen wir mal. Wir müssen hier weiter durch. Das Gute ist, ich habe. Natürlich kommen da welche. Einmal so. Das Problem ist. So. So. Du willst das in die Länge ziehen, was? Blöder Wichser. Dahinter ist noch einer. Und da ist noch einer. Du kleine Ratte, hast dich in dein Loch verzogen, was? Jo, ich war noch da. Ernsthaft? Hast dich in dein Loch verzogen, was? Warte mich! Jetzt wird... Mann, ich habe ein Auge auf dich, bitte! So leicht hängst du mich nicht ab. Komm. Fuck, fuck! Wo ist der Splint? Und achtet auf die Boah, war der schlau gerade. Einfach vor sich fallen gelassen. Boy. Also mal ganz ehrlich, der hat den vor sich fallen gelassen. Mal ganz ehrlich, wer lässt sowas vor sich fallen? Ich guck mal nochmal, ob ich hier irgend... Moment. Ah, okay, ist in-game. Ich dachte gerade, wenn meine Nachbarn würden gerade dingsen. Aber nö. Okay. Und wir müssen hier rein. Schauen nochmal kurz hier. Hier ist ja auch nochmal ein Bad, stimmt. So, abgefangenes Dings. Bist du ein Doppelnichts? Das hab ich geschafft. Ganz allein. Nee, ja. Was hast du bisher erreicht? Das. Du wirst hier niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Wir sind ein paar mehr als du.
Oberhalb, okay. Das heißt, hier kommen wir noch gut dabei. Ja, ich schau mal da drüben nach, klaro? Huh! Hey, er ist weg! Seht ihr ihn noch? Er ist hier irgendwo. Findet ihn! Mann, ich sehe absolut nichts. Ich schau mal danach. Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Shit, yo, Augen auf, Fies. Yo, ey, oh, pass mal auf. Kommen sie jetzt da lang oder nicht? Jo. Hier ist nichts. Haben wir schon mal das. So, mal gucken. Habt ihr was fallen gelassen? Nee? Okay. Ah, hier ist die Stelle, wo wir Dings Bedbug hier durchgeschleust haben. Zack. Headshot. Kein Ausweg. Halt mal still. Okay, hier gibt man elektrische Teile. Oh, voll viel Kohle. Ein abgefangenes Audiolog. Ich werde das hier aufnehmen. Ach, scheiße. Was drunter gefallen? Jetzt noch? Okay. Ich werde mein Vermächtnis aufnehmen, wie mein Cousin Iraq. Damit ich was hinterlasse. Für den Fall, dass... Du weißt schon. Iraq hat's durchschaut. Hat alles durchschaut, bis auf mich. Warum kommandiert er mich immer rum? Wir sind verbannt. Ich sollte doch neben ihm stehen. Ich muss einen Weg finden, ihm das zu zeigen. Gehen wir rein. Klopf, klopf. So, gucken wir mal. Da gehen wir mal ein bisschen besser bewaffnet rein, natürlich. Ne? Ich würde trotzdem immer gucken, was er hier noch so liegen hat. Nichts Besonderes, okay. Klopf, klopf. Really? Klopf, klopf. Okay. Das sah anders aus.
Kann ich es wieder hacken, um auszumachen? Natürlich nicht. Alter. Ach so, die Ventilatoren, klar, zum Kühlen des Raumes. Damit die Server natürlich kalt genug sind. Alles klar. Dann hacken wir mal. Okay, Clara, bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut, das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. So. Und lass mich raten. Es kommt Verstärkung. Oh Mann, sieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Piers, stimmt's? Warst du das, Piers? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet's echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach davon. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Das warst du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Ein kleines Möchtegern-König. Ein Möchtegern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ich hab leider auch keine Dings mehr. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Viel Spaß. Hey, wer piepst denn hier? Das ist ein Stromausfall. So macht man das. Ja. Wir stecken in der Scheiße, Kurs. Was macht der da? Bitteschön. Hey, hier drüben, Kumpel. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Puff. Als wärst du ein Soldat. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Das Mellow ist ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Piers. Spielen wir es zu Ende. Tut mir was ein bisschen leid. Das wird mich nicht wehtun.
Ach du Scheiße. Alle tot! Sorry, wenn ich etwas ruhiger bin bei solchen Sachen, aber ich konzentriere mich da immer. So, Irak. Wie gesagt, möchte gern. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich noch von mir. Endlos. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Ich würd ja richtig lachen, wenn Bedbug der neue Anführer wird. Nach all dem, was er versucht hat, weißt du? So. Mit allen nötigen Mitteln. Mission beendet. Hey. Fortschritt. So, einmal kurz gucken. Hier. Kampf hergestelltes. CTOS-Scans. Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich habe alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu involvieren. Siehst du, wir waren das. Jetzt bring sie mir. Direkt. Keinem anderen. Oh boy. Ich nehme mal kurz Herstellungsmaterialien für einmal. Na bitte. Nehmen wir gerne mit. Oh, da stehen ein paar nette Wagen. Ich würde sagen, wenn... Ah, okay. Alles Schrott. Ach so, das ist das Ding. Da hinten steht ein Auto. Genug gehupt. Zack. Zugriff über Bankautomaten. So. Ups, ein bisschen Sachbeschädigung. Naja, kann mal passieren. Kann mal passieren. Was haben wir denn? Die Polizei braucht vollen Zugang zu allen Daten, um diese Cyberterroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir alle haben. Das war der Bürgermeister. Das war der Bürgermeister. Zack. Nächste. 28 von 100. Ich werde jetzt noch kurz ein bisschen Sehenswürdigkeiten und so holen. So, irgendwo hier vorne war auch eins. Ich weiß nicht, warum er das verschwinden lässt, aber okay. Hier vorne. Zack.
Okay. Dementsprechend würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge von Watch Dogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier an dieser netten, tollen Stelle. Und damit tschüss, ciao, euer Lewis Gesaft.